Boah, fuck! Es gibt wahrscheinlich gleich den. Ach, Scheiße. Und herzlich willkommen bei ProGaming TV. Diesmal hier mit dem dritten Let's Play von F1 2013 Saisonmod. Und diesmal auch schon mit dem zweiten Update. Also, es gab schon das erste Update und das zweite. Und das erste habe ich gleich mal übersprungen und habe mir gleich beide auf einmal geholt. Zusätzlich gab es noch das KI-Level-Update, das heißt, die KI-Fahrer wurden verbessert und es wird, ich weiß nicht, ich glaube, schwieriger gemacht, weil das war ein bisschen einfach davor. Deshalb wäre auch meine neunte und zehnte Position, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich ja 6 Punkte mitgenommen. War, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser. Und bin jetzt im Klassement auf der 11. Position mit 6 Punkten. Das ist, finde ich, ganz gut. Ja, ich glaube, das war 8. und 9. Platz. Genau, sowas. Ja, und jetzt war auch das Formel 1 Rennen natürlich in Melbourne. Und da wird natürlich jetzt die Rede drüber sein. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir auch mal das Spiel. Und dann rede ich da ein bisschen drüber. Ich muss auch mal mich nochmal entschuldigen fürs letzte Video. Da habe ich so ein paar Informationen losgelassen, die nicht so ganz der Wahrheit entsprachen. Also der Wahrheit, das war halt so Halbwissen. Hat ein User so mir den Tipp gegeben, vielleicht nicht ganz so viel Halbwissen zu verbreiten, sondern lieber das zu sagen, wo man sich sicher ist. Und das werde ich jetzt versuchen zu machen. Ich konnte leider das Rennen nicht verfolgen, habe aber dafür eine Menge Artikel darüber gelesen und weiß deshalb relativ gut Bescheid, wie das Melbourne-Rennen jetzt war in echt. Raikkonen ja mit einem klasse Sieg, aber natürlich auch die Reifenstrategie hat eine große Rolle gespielt. Aber wie der mit seinen Reifen da umgegangen sein musste, das muss ja wirklich klasse gewesen sein. Wie gesagt, ich konnte es leider nicht sehen. Aber was ich gehört habe, war das wirklich eine Spitzenleistung. Wie es jetzt natürlich im Malaysia-Rennen an diesem Wochenende sein wird, das kann natürlich nochmal ganz anders sein. Nico Rosberg hat auch gemeint, in Melbourne, das war für sein Auto eher zu kalt. Und er hofft dann darauf. Wow. Fuck. Und er hofft dann darauf im Malaysia-Rennen, dass es da wärmer ist. Und deshalb seine Reifen besser funktionieren. Mal sehen, die Reifen sind ja sowieso ein großes Thema. Viele Formel 1-Fahrer sind nicht zufrieden damit. Man hat es jetzt gesehen, es gab viele Boxenstops. Die Führungsposition im Rennen hat, ich weiß nicht wie oft gewechselt, aber ich habe gehört, dass sie ziemlich oft gewechselt hat. Und wirklich viele Fahrer mal geführt haben. Gut, jetzt muss ich gucken, dass ich die Qualifying-Runde gut zu Ende bringe. Also mit Regen habe ich aber gar nicht gerechnet. Das gefällt mir gar nicht. Und ich bin... Du hast die Erwartungen nicht annähert, erfüllt. Ich bin einen Platz vor meinem Teamkollegen. Geil. Da habe ich wieder verdammt viel Glück gehabt. Und einen Platz hinter Adrian Sutil. Dann würde ich gleich mal sagen, starten wir ins Rennen. Damit ihr was zu sehen bekommt. Adrian Sutil ja wegen einer Schlägerei letztes Jahr nicht im Cockpit der Formel 1. Ich hatte auch im letzten Video dazu gesagt, dass er nur durch sein Geld oder seine Sponsoren in das Force India Team wieder reinkommen konnte. Das ist natürlich so, dass er gute Sponsoren hat und deshalb überhaupt mitfahren kann. Klar, ohne Sponsoren geht in der Formel 1 gar nichts. Aber er hat auch wirklich Talent. Der junge Fahrer kann man jetzt nicht mehr sagen, ist ja schon über 30. Er hat erst mit 14 seine Karriere begonnen.
War davor Pianist, also hat davor schon Konzerte gegeben mit 14 Jahren. Und hat auch dann in der Formel 3 oder in irgendeiner, also er ist halt in mehreren Klassen gefahren und hat halt unter anderem in der japanischen Klasse, irgendeiner Klasse hat er da gewonnen. Und zwar war das gar nicht sowas, das war gar nichts Einfaches. Also, ich laber gerade irgendwie scheiße. Auf jeden Fall ist er auch mal mit Lewis Hamilton, bevor der in die Formel 1 kam, das erste Mal, ist er mit dem zusammen in einem Team gefahren. In irgendeiner Klasse. Wow! Fuck. Hoffentlich keine Strafe. Das wäre verdammt scheiße. Ja, der ist auf jeden Fall mit Lewis Hamilton mal zusammen. Oh, was machen die? Wow. In einer, im gleichen Team gefahren und ist da hinter Lewis Hamilton. Oh fuck. Strafe. Hoffentlich keine Durchfahrtsstrafe. Ja, Zeitstrafe. Ja gut, auf jeden Fall ist das ziemlich schwierig, über die echte Formel 1 zu labern, während man gerade selber fährt. Wobei ich stehen geblieben. Ja, mit Lewis Hamilton zusammen in einem Team gefahren und hat tatsächlich den zweiten Platz geholt hinter Lewis Hamilton, der dann im nächsten Jahr in die Formel 1 gegangen ist. Ein Jahr später kam dann auch Adrian Sutil nach in die Formel 1 und hat da mehrere seiner Teamkollegen besiegt. Also, so viel ich weiß, hat es bis jetzt keiner seiner Formel 1 Teamkollegen geschafft, vor ihm zu landen, nach der Saison. Von daher, der Mann kann wirklich fahren und ist nicht nur wegen seinen Sponsoren in der Formel 1. Aber natürlich sehr begehrt, da er Sponsoren hat und gut fahren kann. Ja gut, und in der letzten Saison ist er ja nicht mitgefahren. Wow, fuck! Es gibt wahrscheinlich gleich den... Ach, Scheiße. Gleich die nächste Strafe. Ach, fuck. 20 Sekunden. Oh. Ja gut, der hatte da mit dem Lotus-Renault-Chef, so viel ich weiß, war der in der Disco und hat eine kleine Schlägerei mit dem gehabt. Also, beziehungsweise Schlägerei kann man nicht sagen, aber... Ihm ist anscheinend die Hand ausgefahren mit einem Glas in der Hand und das hat den Teamchef oder ich weiß nicht, Leiter oder irgend sowas von Renault hat er da am Hals getroffen und wurde dann für 18 Monate verurteilt. Aber und außerdem noch 200.000 Euro. Oh Gott. Ich muss es hier mal ein bisschen pushen, würde ich sagen. Bisschen vorne rankommen. Weil ich habe zwei Strafen, also 20 Sekunden, und da muss ich jetzt ganz schön Zeit rausholen. Ja gut, aus der Strafe wurde dann eine Bewährungsstrafe gemacht. Und er musste letztendlich auch nur 100.000 Euro Strafe zahlen. Nur. Ist immer noch eine Menge Geld. Aber natürlich für Adrian Sutil wahrscheinlich nicht viel. Wow! Was ist da denn? Was machen die alle? Wow, ich überhole ja alle! Geile Aktion von mir. Ne, von den... What? Was ist da los? Sechste Position, habe ich nichts dagegen. Vielleicht geht da doch noch was. Mit Punkten. Achso, ja, jetzt übrigens erstmal mit Webcam dabei, so auch während dem Rennen. Im letzten Video habe ich das ja auch schon gemacht. Das war das allererste Liga-Rennen der neuen Saison sozusagen. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. War ziemlich spannend und dramatisch, leider.
gut, ja, Adrian Sotil musste also dann nicht im Gefängnis rumhocken, sondern war auf Bewährung und so musste diese Strafe zahlen halt. Und ja gut. Jetzt ist er wieder in der Formel 1. Achter Platz diesmal, oder nee, siebter Platz. Sorry, siebter Platz in diesem Rennen. Und hat sogar eine Menge Führungsrunden hingelegt, habe ich gehört. Also gar nicht mal schlecht. Ein Platz vor seinem Teamkollegen Paul Di Resta gelandet. Also der ist Achter geworden. Also ich denke mal, ein starkes Rennen. Beide Force India so weit vorne. Hätte man nicht unbedingt erwartet, aber also auf jeden Fall positiv. Ja gut, die anderen beiden deutschen Fahrer. Nico Hülkenberg hat ja Riesenpech gehabt. Der konnte noch nicht mal starten. Ich bin übrigens gerade hinter Vettel, fällt mir auf. Und der bremst arg früh. Der hat Probleme, glaube ich. Und dann bin ich hinter Webber. Geil. Ich bin Sechster? Fünfter, genau. Ja, Nico Hülkenberg hat ja Probleme mit seinem Tank. Schon irgendwie kurz vor dem Rennen wurde es festgestellt. Also ganz komisch. Da ist irgendwie Benzin ausgelaufen oder ich weiß nicht was. Irgendwas war damit. Und auf jeden Fall konnte der dann gar nicht starten. Hätte ich gerne gesehen, wie der sich geschlagen hätte. Sehr schade. Und Rosberg, ja gut, der hatte irgendein technisches Defekt mitten im Rennen. Also, ich weiß nicht. Wäre auf jeden Fall in den Punkten gelandet. Sein Teamkollege Hamilton ist ja dann Fünfter geworden hinter Massa. Obwohl er innerhalb von 4 Runden zweimal in die Box musste. Also, wie der da noch Fünfter werden kann. Also, unglaublich, ne? Ah, ich immer noch Fünfter. Jetzt hat Webber, ich weiß nicht, wie viel Vorsprung hat er. Habt ihr aufgepasst? 3 Sekunden Vorsprung. Und Massa direkt hinter mir, aber den lasse ich nicht vorbei. Und Webber kann ich noch kriegen. Ich denke, davor ist zu viel Abstand. Aber Webber ist auf jeden Fall in Schlagdistanz. Ja gut, und dann natürlich jetzt nicht unbedingt die totale Überraschung, aber natürlich ein bisschen unerwartet der Sieg von Raikkonen. Im Let's Play davor habe ich ja auch schon ein paar Infos vorab gehabt für euch. Teilweise nicht so ganz ja, nicht so ganz richtig. Bisschen, ich hatte da ein bisschen zu wenig Information, würde ich sagen, und habe dann zu viel darüber gesprochen. Auf jeden Fall hatte ich ja schon angekündigt, dass Lotus, Ferrari und Red Bull für viele Experten in der Formel 1 eine große Rolle spielen werden und die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Ich hatte da eigentlich keine eigene Meinung dazu, aber die hatten ja, muss ich sagen, völlig recht. Nämlich genau die drei Teams sind jetzt an erster, zweiter und dritter Stelle. In der Konstrukteurswertung weiß ich gar nicht, wer da vorne ist. Also vorne ist auf jeden Fall Ferrari, weil Massa ja Vierter geworden ist und Alonso Zweiter. Also, die haben auf jeden Fall die meisten Punkte, aber wer jetzt dahinter kommt, kann ich nicht sagen. Ja gut, dann würde ich noch sagen, könnte man noch über das McLaren-Team sprechen. Und über die Entscheidung, Sergio Perez zu verpflichten. Ist ein Mexikaner, bringt auf jeden Fall viel Geld mit. Wie gut er fahren kann, weiß ich nicht. Letztes Mal habe ich da gesagt, dass er nicht so gut fahren kann.
weil ich gehört hatte, dass er einen Crashkurs in der Formel 1 gemacht hatte. Und damit er halt da ein bisschen mithalten kann. Die Information ist aber anscheinend nicht so ganz richtig und der hat schon in vielen Motorsportklassen ist er schon gefahren und hat ist auch wirklich gut gefahren, hat viele Rennen gewonnen. Auch, glaube ich, eine Meisterschaft. Und das muss ich natürlich nochmal zurücknehmen von letztes Mal. Dass der nichts könnte. Aber natürlich spielt das Geld da auch eine Rolle mit dabei. Das darf man nicht ganz vergessen. Ja, jetzt gerade eine neue Bestzeit gefahren. 1,41 irgendwas. Und da verbremse ich mich auch gleich mal. Viel zu früh gebremst einfach. Und ja. Ja gut, es gibt wirklich viele Sachen zu besprechen in der Formel 1. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, ja. Zum Beispiel über den Rauswurf von Norbert Haug. Ich denke mal, ihr habt es mitbekommen. Also ich weiß nicht, 22 Jahre, ja, hat er da gearbeitet. Hat Weltmeisterschaften gewonnen, so viel ich weiß. Da will ich jetzt wieder nichts Falsches sagen, ne? Auf jeden Fall, hat er viele Rennen gewonnen und war mir eigentlich immer sehr sympathisch. In der DTM war ja auch Chef seiner, also aller Mercedes-Teams, und das sind ja bestimmt so 4, 5 Stück gewesen. Und war der Chef von den ganzen Teams. Und war auch in den RTL-Interviews oft im Mittelpunkt und ich bin gerade Zweiter. Nice, nice, nice. wie geht denn das? Aber jetzt muss ich in die Box natürlich. Also ich muss noch nicht in die Box. Wo ist die Box? Ah, da. Oh, fuck, das kostet Zeit. Okay, das war unprofessionell und scheiße. Gerade die Box einfahrt. Tut mir leid. Vor dem Ligarennen übe ich mehr, da klappt sowas besser. Ja. Aber natürlich habe ich auch vor diesem Rennen geübt. Aber da es jetzt auch schon ein bisschen spät am Tag ist, habe ich mir jetzt da nicht so viel Zeit genommen fürs Üben. Achte auf die weiße Linie, riskier keine Strafe. Und jetzt versuche ich natürlich. Jetzt war es sehr gut und wichtig, dass ich die Masse überholt habe. Und es geht jetzt natürlich darum. Du bist viel weiter vorne, als wir je erwartet hätten. Bleib konzentriert, bring das bis ins Ziel. Mein Teamchef sagt gerade, ich bin viel weiter vorne, als wir erwartet hätten. Wir empfehlen gemischt. Allerdings habe ich noch meine 20 Sekunden Strafe. Und muss jetzt natürlich hier Vollgas geben. Auch wenn ich Weber nicht mehr kriegen kann, ich muss Vollgas geben. Gut, und ja, Norbert Haug jetzt endgültig raus. Es war, ist wie im Fußball. Die Mannschaft hat eine schlechte Bilanz und wer ist schuld? Natürlich der Trainer. Oder im Notfall auch der Manager, wie häufig der Fall, Magath. Naja, Magath war Trainer und Manager. Das kann man jetzt nicht so sagen. Aber zum Beispiel Dieter Hoeneß. Aber gut, ich will jetzt nicht aufs Thema Fußball abkommen, weil da habe ich auch eine Menge zu erzählen. Und das wollt ihr wahrscheinlich jetzt nicht während einem Formel 1 Rennen hören. Das erzähle ich, wenn wir FIFA spielen. Ich werde vielleicht ein FIFA-Let's Play machen, wenn das neue FIFA rauskommt. Da werde ich mir auch in Sachen Wettkämpfen was überlegen, denke ich. Wenn ich das so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Wird es auch E-Sport drüber geben. Aber das ist noch lange hin. Bis dahin kann vieles passieren und deshalb will ich da jetzt nicht so viel sagen.
Hinter mir Paul, die Reste. Mit dem Force India. Oh, und ich bremse gerade mal wieder viel zu früh. Also ich muss sagen, bei der KI hat sich schon was verändert. Die fahren viel öfters an den Seiten raus. Bei dem Testrennen gerade, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. Da war da so eine Runde, da sind mir echt 5, 6 Autos einfach mal hier jetzt geradeaus weitergefahren. In den Sand rein. Also über 2 Runden hinweg immer wieder Autos weg, bis ich dann irgendwann Fünfter war oder so. Und ich bin ganz hinten gestartet. Noch viel weiter hinten als in diesem Rennen. Also über die KI kann ich jetzt bis jetzt nicht sagen, dass die unbedingt viel stärker geworden ist. Und sonst zu dem Update. Naja, jetzt Streckenupdates gibt es noch keine. Also zumindest keine noch neueren als die alten. Da ja die Strecken noch nicht in der richtigen Formel 1 dran waren, kommen die immer erst raus, wenn schon die richtigen Formel 1 Fahrer auf der Strecke gefahren sind. Was ja auch logisch ist. Da kann man die Zeiten anpassen, der KI. Und vielleicht liegt es auch deshalb daran mit dem KI-Update, dass die einfach noch nicht hier gefahren sind und deshalb auch die Zeiten noch nicht geupdatet wurden. Mag sein. Oh, jetzt merke ich gerade, ich muss mein Spritgemisch ein bisschen runterschrauben. Weil ich schon minus eine Runde habe. In meinem Tank. So, jetzt habe ich wieder ein Optimal. Und die ganzen Fahrer, die alle hinter mir sind, sind ja viel näher als 20 Sekunden hinter mir. Und das würde natürlich heißen, dass die alle vor mich kommen in der Wertung. Und deshalb muss ich jetzt hier irgendwie gucken, dass ich da noch Zeit rauskriege. Weil sonst kriege ich überhaupt keine Punkte. Das sehe ich schon kommen. Und im nächsten Rennen werde ich auf jeden Fall vorsichtiger fahren. Ich verspreche es euch, dass ich keine Strafen kassiere. Wirklich keine Strafen, keine einzige. Weil das bringt es einfach nicht. Mit 2 Strafen, ja, und dann 14 Runden. Wo soll ich denn da 20 Sekunden rausholen? Also, ich fahre natürlich nicht optimal, aber selbst wenn ich optimal fahren würde, also, das wäre zu schwierig. Oh, zu spät gebremst. Hatte ich gedacht, das wäre noch okay. Aber nein, da wurde ich eines Besseren belehrt. Gut, 15 Sekunden Rückstand auf den Webber, den Mark, der ja jetzt im Australienrennen gerne gewinnen würde. Hat noch nie das Australienrennen gewonnen. Sein Heimat-Grand Prix. Und ist auch diesmal nur Sechster geworden. Also, ich weiß nicht, warum der, damit er keinen Überholversuch starten kann. Naja, gut. Ich weiß nicht, warum der Webber es nicht schafft, einfach am Vettel dran zu bleiben, sondern dann wirklich so viel Rückstand hat. Vettel Dritter, Webber Sechster. Aber gut, das, da kann ich jetzt nichts drüber sagen, weil ich das Rennen nicht gesehen habe. Ab dem nächsten Rennen habe ich da eine eigene Meinung drüber und kann natürlich mehr erzählen. Ja, wenn ihr wollt, dass ich diese Let's Plays fortsetze, dann gebt dem Video am besten einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass ihr es gut findet und dann mache ich weiter. Und wenn ihr nicht wollt, dass ich weitermache, weiter Let's Play, dann solltet ihr einen Daumen runter machen oder nichts. Jo. Ach Gott, was mache ich denn da? Vollkommen verschaltet. Gut, dann würde ich sagen,
gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar Jacques Villeneuve, der ja wirklich Vettel und ich glaube auch Webber und viele andere Fahrer hart kritisiert. Und sagt zum Beispiel, Vettel würde... Also ich weiß nicht, ich glaube, der will einfach nur Aufsehen erregen, ja? Also ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen soll, was der da gesagt hat. Vettel könnte keinem Druck standhalten. Und wenn er mal im... Also er könnte nur vorne wegfahren. Aber wenn er mal so... Also sobald er im Mittelfeld ist, kriegt er Lampenfieber und macht Fehler. Also wörtlich hat er es natürlich nicht gesagt, aber das hat er gemeint. Und über Webber hat er auch nichts Besseres gesagt. Oder über Schumacher war es, nicht Webber. Über Schumacher hat er auch so Mist erzählt. Also. Könnt ihr mal schreiben, was ihr denkt, warum der sowas schreibt. Ja, und dann das nächste Thema, was ich für euch vorbereitet habe, ist natürlich Niki Lauda, der groß meint, dass diese neuen Reifen von Pirelli zu schnell abnutzen und dass die Regeln zu kompliziert seien und dass man keinen Überblick mehr hat, ja, wer ist jetzt eigentlich gerade Erster oder, ja, wer führt gerade das Rennen an? Weil einfach andauernd jemand anderes das Rennen anführt und man keine Ahnung hat, wer muss noch in die Box und... Also man weiß einfach nicht, wer gerade eigentlich wirklich Erster ist. Und selbst Niki Lauda musste sogar noch seine Leute im Team fragen, ja, wie sieht's denn wirklich aus? Und dass das natürlich dann für die Zuschauer schlecht wirkt, wenn die einfach planlos sind und nicht wissen, wie es gerade aussieht im Rennen. Und dass natürlich dann die Zuschauerzahl sinkt. Also ich weiß nicht. Ich finde es okay und ich denke, es macht es eher spannend, wenn die Positionen öfters wechseln. Ja. Das war gerade das ein Zusammenstoß von Massa. Ich hoffe mal, der kriegt eine Strafe dafür, weil dann hätte ich noch eine Chance vor ihm zu landen. Ah, 19 Sekunden auf Webber Rückstand. Oh, oh, oh. Ich bin mal gespannt, ob ich Punkte mitnehmen kann. Das wäre natürlich sehr schön, in drei Rennen in Folge mit einem Caterham Punkte mitzunehmen. Das ist kein Normalzustand. Die Caterhams mittlerweile weit davon entfernt, überhaupt die Punkte zu sehen. Nee, so ist es natürlich nicht. So schlecht haben die sich angeblich gar nicht geschlagen, aber natürlich von den Punkten noch entfernt. Wird schwierig für die Punkte mitzunehmen dieses Jahr, aber einige Punkte werden es auf jeden Fall werden, denke ich. Naja, werden wir in den nächsten Rennen sehen dann. Und das Rennen neigt sich dem Ende zu. Massa jetzt mit der Chance, mich zu überholen. Aber nur theoretisch. Oh, wenn ich hoffe, ich kriege keine Strafe. Ich hoffe, dass er nochmal eine kriegt, so wie letzte Runde. Sehr gut, jetzt nicht verbremst. Ja, ich dachte gerade, wäre ein Unfall da hinten. Aber war leider nicht so. Und ich bin im Ziel und mein Fahrer jubelt. Und ich bin Elfter. Was für ein Scheiß.
Ach man, und mein Teamkollege 12. Wenigstens vor meinem Teamkollegen. Ach, ist das ärgerlich. Und ich habe auch die schnellste Runde, also schneller als mein Teamkollege. Ach, schade. Wäre schon schön, ne? 3 Rennen und 3 mal in den Punkten. Also beim nächsten Mal hole ich mir keine Strafe. Auf gar keinen Fall. Und ja, so ist das. Und beim nächsten Mal habe ich dann das Malaysia-Rennen live verfolgt wahrscheinlich und werde darüber berichten. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es so fandet. Diesmal mit der Webcam dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh, und ich fähre jetzt gerade. What the fuck? Oh, was war das denn? Wahnsinnsverbremser. Jetzt kann ich ihn überholen über außen. Nein. Ja. Er versucht es innen. Ah, Entschuldigung. Oh. Ja. Fuck. Berührt was mich. War das denn? Ja. Schönes Überholmanöver, aber ich muss sagen, du fährst wirklich sehr fair. Sorry. Kompliment. Ja, an Bahrain ist es sehr unwahrscheinlich. Also, oh, was? Ah, es war nicht weg, siehst du das? Und dann... What?